2010. Ein weißes Schaf kickt ein schwarzes aus dem Land. Sicherheit schaffen. Ausschaffungsinitiative ja. Schwarze Schafe, also kriminelle Ausländer, sollten schneller raus aus dem Land. Die SVP gewann die Abstimmung. 2009. Stopp. Ja zum Minarettverbot. Druckte die SVP auf ihr Plakat und zeigte 7 Minarette. Dabei gab es in der Schweiz gerade einmal 4 davon. Aber der Populismus funktionierte. Die Schweizer folgten der SVP. 2014. Masseneinwanderung stoppen. Die Einwanderer werden auf dem SVP-Plakat schwarz und bedrohlich dargestellt. Die Partei wollte Kontingente für die Zuwanderung von Ausländern und gewann die nächste Volksabstimmung. Erfolg durch Populismus. Die SVP zeigt, wie es geht, ist seit Jahren die stärkste Partei in der Schweiz. Davon profitierte auch unser Gast Roger Köppel. Er sitzt seit dem letzten Oktober für die Partei im Schweizer Nationalrat. Auch Köppel selbst spitzt gerne zu und macht zum Beispiel für die Gewalttaten rechter Brandstifter bei uns die deutsche Bundesregierung indirekt mitverantwortlich. Dass in Deutschland die Asylheime brennen, hat mit der Weigerung der Regierung und der Medien zu tun, die berechtigten Sorgen der Leute aufzunehmen. Herr Köppel, Sie haben das ja sehr fein formuliert. Es hat damit zu tun, haben Sie geschrieben. Sie haben nicht geschrieben, es gibt eine Mitschuld der Medien und der Regierung. Aber jeder denkt das natürlich beim Lesen, wenn man einfach so drüber liest. Darf man das ins Lehrbuch für wirklich clevere, gute, erfolgreiche Populisten aufnehmen? Also ich bin kein Populist. Ich schon. Ein Populist ist eine Person, die immer das sagt, was das jeweilige Publikum hören will. Und ich sage einfach, warten Sie mal, und ich sage einfach, was ich richtig finde. Und hier, wenn Sie diesen Satz nehmen, da kann ich hinzufügen, natürlich sind die Regierungen schuld, wenn Asylheime brennen. Wenn eine Regierung jeden Kritiker einer völlig unkontrollierten Zuwanderung gleich das kann man nicht automatisch lassen. Wenn Sie ihn aber anhören, automatisch, kann man nicht mal. Ja, aber das ist so, es tut weh, wirklich. Das tut jetzt, echt weh. Es gehört überhaupt dazu in einer Demokratie, dass man auch Unsinn reden darf, wenn es denn Unsinn ist. Meinung wir müssen es zulassen, dass man die Wirklichkeit dann. Nein, Sie sagen, Regierungen sind schuld dafür, dass Asylantenheime brennen. Das kann man so nicht stehen lassen. Das ist totaler Quatsch. Nein, einer, der für die Regierung mitverantwortlich ist, der wird dazu gleich was sagen. Nehme ich an. Sehr gerne. Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das gerade in Deutschland muss man das unterstreichen. Wenn Kritiker einer Asylpolitik, wenn Kritiker einer maßlosen Zuwanderung automatisch diffamiert werden, in die Nazi-Ecke, in die rechtsextreme Ecke gestellt werden, wenn das tabuisiert wird, ausgegrenzt wird, dann kann ich Ihnen sagen, das schürt den Extremismus. Das produziert diese Wut, von der die von Ihnen als Populist bezeichneten Politiker das ansprechen. Das ist, ich sag, das und ist die Regierung. Eine These, Sie sagen. Nein, das ist also, eine Beobachtung. Sie sagen, dass es eine Mitschuld in sich birgt, ja. Wenn Asylbewerberheime brennen. Entschuldigung, wenn Sie die Missstände totschweigen, machen Sie sich mitschuldig, wenn die Leute das nicht mehr ertragen. Das heißt, zugespitzt, Herr Röttgen, dass Sie mitverantwortlich sind dafür, wenn bei uns, und eine Zeit lang war das in jeder Nacht so, Asylbewerberheime brennen. Ja, das ist gar nicht der entscheidende Punkt, ob ich jetzt für irgendwas mitverantwortlich bin. Und ich finde auch, dass Sie jetzt, man kann ja alles auch immer sportlich sehen, aber das ist eben der entscheidende Schritt zu weit. Das, was Sie gerade gesagt haben, ausgedrückt haben, ist die Legitimierung von Gewalt gegen Menschen. Sie haben gesagt, Sie haben gesagt, diejenigen, die das Asylbewerberheim in Brand stecken, damit den Tod von Menschen riskieren oder ihn auch wollen, das geht darauf zurück, dass die Regierung schlecht arbeitet. Das ist eine Legitimierung von übelster und gefährlichster Gewalt, die Sie gerade vorgelegt haben. Das ist absolut inakzeptabel. Das machen Sie mit einem Lächeln. Und das ist genau die Brandstiftung, die Sie betreiben. Das ist die Brandstiftung, die Sie betreiben. Jeder kann sich auf den Satz berufen. Ich bin nicht der Böse. Ich bin nur unter den ganzen Problemen. Ich bin frustriert, ich verdiene zu wenig. Und darum darf ich jetzt das in Brand setzen, dieses Asylbewerberheim. Weil schuld bin nicht ich, sondern die Regierung. Nein, das ist das Problem. Eine Politik, die Feindbilder braucht, um Vorurteile zu schüren, ist eine schlechte Politik. Und das machen Sie. Sie schüren Vorurteile gegen Feindbilder. Geben Sie konstruktive Vorschläge dafür, wie wir es anders machen sollen. Herr Köppel, und das sind die, die bei Trump empfehlen.
Das ist ein wenig konstruktiv, was man stattdessen machen könnte. Kurz innehalten. Sie sollten mal kurz innehalten, ob Sie sich da nicht korrigieren. Nein, ich werde mich nicht korrigieren. Aber weil Sie sollten da gibt's ja innehalten. Noch nicht zu korrigieren. Herr Köppel, das ist doch ein Angebot. Darf ich jetzt mal schnell? Ich weiß, dass Sie unheimlich schnell im Kopf sind. Nein. Aber wissen Sie was? 20 Sekunden. Sie denken ich jetzt einfach mal. Darf ich jetzt antworten? Sie brauchen das, keine Bedenkzeit. Nein, das ist dann sicher eine, das ist ein persönlicher Angriff. Er sagt, ich legitimiere Gewalt. Das stimmt nicht. Ich kritisiere, Jetzt rudern Sie zurück. Die Tabuisierung. Ich kritisiere, dass Regierungen tabuisieren, Probleme, Missstände im Bereich der Migration, dass sie eine Asylpolitik machen, die sehr vielen Leuten in Deutschland Angst macht. Und ich sage, die Ausgrenzung dieser berechtigten Kritiker, Leute, die das ansprechen wollen, werden hier sehr stark, oft in den Medien von der Regierung als wirklich werden ausgegrenzt, werden diffamiert und damit produzieren sie den Extremismus. Das ist meine Kritik. Und Regierungen sind mitverantwortlich dafür, dass Asylantenheime brennen. Das haben Sie wortwörtlich durch eine falsche Politik. Und das ist das, was Sie gesagt haben. Jetzt kommt der zweite. Insofern sind Sie wirklich ein Fallbeispiel und ganz gut, dass wir hier mal so zusammensitzen, wie agiert wird. Jetzt kommt die erste Welle. Ist die Fackel zu werfen. Richtig. Und diejenigen zu legitimieren, die Gewalt anwenden. Dann kommt die zweite Welle, die sagt, nein, so habe ich das ja gar nicht. Ich habe es objektiv zwar gesagt, aber so war das doch gar nicht gemeint, so war das doch gar nicht zu verstehen. Ich wollte doch nur die Regierung kritisieren, will denen nur ein bisschen Dampf machen, damit die endlich mal aufhören, Probleme zu tabuisieren. Sie werfen zuerst die Fackel in die Bevölkerung und dann sagen sie hinterher, so habe ich es doch gar nicht gemeint. Sie richten den Schaden an und sagen, ich habe es aber nicht gesagt. Auch nicht. Herr Röttgen. Das ist Ihre Methode. Röttgen. Nein, halt auf. Ihre Methode ist, Sie führen genau das vor, was ich vorhin gesagt habe. Ein Kritiker Ihrer Politik, Ihrer falschen Asylpolitik, wird automatisch zum Legitimieren von Gewalt. Nicht automatisch, weil Sie es gesagt haben, nicht weil ich Sie diffamieren mich persönlich. Sagen Sie mir doch, finden Sie es richtig? Diese Asylpolitik, die Deutschland im letzten Jahr gemacht hat. Finden Sie es richtig, dass eine unkontrollierte Zuwanderung stattfindet? Finden Sie es richtig, dass Kritiker in Deutschland, ich habe hohen Respekt vor Deutschland, Deutschland ist ein Rechtsstaat, die Leute sind vernünftig, die lassen sich nicht aufhetzen. In Deutschland haben sie solide demokratische Traditionen, aber viele Leute machen sich Sorgen. Ja. Und wenn sie Fernsehen schauen, müssen sie sich beleidigen lassen und sagen, ja, wer diese Asylpolitik kritisiert, ist ein Rechtsextremer. Nein. Und ich sage Ihnen, mit solchen Diffamierungen der Leute und ihre Sorgen, was produzieren Sie Populisten und schüren Sie den Extremismus. Ist es denn nicht viel das ist jetzt Ihr Schutzmechanismus. Jeder von Ihnen hat schon was entgegnet. Ich würde jetzt eine Stimme, die... Da weiche ich keine Millimeter zurück. Also Herr Trump, das ist mein Argument. Auf diese Weise jedenfalls nicht von der amerikanischen Präsidentschaftskandidatur abgehalten. Das ist doch jetzt Diskurskontrolle. Entschuldigung, Herr Schirmer, aber diese Sendung hat weder den Anspruch, noch hat sie die Hoffnung, Herrn Trump zu verhindern, bei aller Liebe. Aber ich glaube, das ist wieder der Stand im Thema. Und jetzt sind wir bei Deutschlands brennenden Asylanten. Nein, das Thema ist die Methode Trump, erobern Krawallmacher und Populisten die Macht. Wir haben gesehen, ob in Frankreich oder in anderen Ländern. Übrigens haben Sie eben ein Statement gemacht. Sie haben gesagt, in Frankreich, das sei eine ganz schwierige Partei. Sagen Sie doch mal, was Le Pen unterscheidet von anderen populistischen Parteien in Europa. Oh, jetzt nicht schon wieder. Oh. Was ist denn, der ist Mundschuh, hat da irgendeine Sagen Problem. Sie es mal, Sie kennen das in einem Satz hin, damit zum Mundschuh nicht wieder Wind bekommt. Ich spreche also nicht so lange wie Herr Semuncu. Also jetzt hört doch auf mit diesen Albernheiten. Nein, aber der was meinten Sie eigentlich damit? Eine SVP ist eine klassische schweizerische liberal-konservative Partei, die EU-kritisch ist. Sie müssen nicht lachen. Sie müssen mal in die Schweiz kommen und sich die Situation genau anschauen. Wir kommen ja nicht rein. Das stimmt doch nicht. Nein, Entschuldigung, Kollegen, die Schweiz hat einen deutlich höheren Ausländeranteil als Deutschland. Wir sind weltoffen, ihr seid alle willkommen, aber deswegen müssen wir ja nicht gleich alle heiraten. Und auch Herr nicht Köppel, die EU. Ich kann Sie da nur unterstützen, Punkt, wenn Herr Somuncu behauptet, er komme nicht in die Schweiz rein. Dann Sie stimmt wollten das nicht. Wissen, was ist der Unterschied? Darf ich das jetzt noch beantworten? Gerne. Also der Unterschied ist, jede dieser sogenannten populistischen Protestparteien repräsentieren irgendwo die Tradition ihres Landes. Und die französische Front National, und da bin ich eben sehr kritisch, weil Frankreich eine sehr zentralistische Tradition hat, eine auch zum Teil stärker als von Le Pen geprägte fremdenfeindliche Tradition, das ist was anderes als andere Parteien. Und die SVP ist eine Partei, die mit unserem Bundesstaatsgründer verwurzelt ist, eine Abspaltung der Freisinnigen, das ist eine Rechtsstaatliche
gefährliche auch mit Partei. Dieser Frage, und das muss man, das ist eine hochintelligente, gute Partei. Und jetzt wollen wir mal gucken, auch wie tolerant diese Partei ist. Herr Somuncu hat eben behauptet, man kommt ja nicht rein in die Schweiz. Gelogen. Er war das in der Schweiz und hat den Schweizern sogar was erzählt. Das hier. Es ist super nett, dass ich hier sein darf. Wirklich. Ich bin nämlich auf der Flucht. Also auf der Flucht vor den Deutschen. Weil die Deutschen, die sind mittlerweile nicht mehr so, wie sie mal waren. Also sie mögen uns Türken immer noch nicht. Wir sind für die Deutschen so eine Art Ersatzjuden. Das, was die bei den Juden nicht dürfen, weil sie Angst haben, dass sie dann direkt zur Kasse gebeten werden, das lassen sie an uns Türken aus. Ja? Und das, was sie gerne mal wieder sein würden, das gucken sie sich von den Schweizern ab. Ja? Also so gepflegt ausländerfeindlich. Ja. Die Schweizer... tun sie nicht so liberal. Ja? Einige gucken so, wir? Nein, wir doch nicht. Auch wenn ihre Sprache ein Code ist. Ja? Wir verstehen schon die elementaren Dinge, die sie meinen. Ja? Ausschaffungsinitiative. Ausländer raus wäre einfacher. Aber das klingt so nett. Ausschaffungsinitiative. Bitte, möchten Sie nicht wieder weg? Ja? Ist doch auch nicht schön hier. Bei Ihnen zu Hause ist doch schöner. Herr Somuncu, die Schweizer gepflegt ausländerfeindlich, ein Ausdruck, bei dem Sie auch an Ihren Nachbarn gedacht haben, als Sie es geschrieben haben? Also die SVP ist eine gute Partei. Ich kann das nicht nachvollziehen, was Sie meinen. Eine Partei, die Wahlkampf macht mit Plakaten, auf denen drei weiße Schafe einem schwarzen Schaf in den Arsch treten. Eine Partei, die Wahlplakate hat, auf denen schwarze Hände in eine Kiste greifen mit einem Schweizer Kreuz drauf, ist keine gute Partei. Und das, was die SVP in der Schweiz macht, ist, sie spaltet die Bevölkerung. Und das muss man noch mal dazu sagen. Sie sind zwar kein Populist, aber für mich reden sie wie ein Populist. Sie vertreten nicht die Gänze des Volkes. Sie vertreten ein Drittel des Schweizer Volkes. Und sie sind Gott sei Dank mit ihrer letzten Abstimmung, dem Versuch, die Ausschaffungsinitiative, die schon ein Hohn war, mit einer Durchsetzungsinitiative zu manifestieren, ordentlich auf die Schnauze gefallen. Weil die Schweizer, und ich bin dankbar dafür, mit einer Mehrheit dagegen gestimmt haben. Was das im Einzelnen bedeutet. Die Ausschaffungsinitiative führt dazu, dass kriminelle Ausländer ohne große Gerichtsprozesse aus dem Land geschafft werden. Das widerspricht allen Konventionen der Menschenrechte von Genf bis Timbuktu. Die Durchsetzungsinitiative wiederum sollte es noch verschärfen, weil sie keine Geduld hatten, ordentliche Gerichtsprozesse auszuhalten. Im Klartext, wenn ein Schweizer mit einer Deutschen verheiratet ist und die Deutsche besoffen Auto fährt, dann wird die Deutsche aus dem Land gewiesen, und zwar ohne Gerichtsprozess. Sind das die Standards einer modernen Republik? Das kann man so nicht sehen lassen. Und deswegen ist die SVP ein Fallbeispiel dafür. Darf ich das jetzt auch zu Ende sagen? Dass es eben nicht eine gute Tradition ist, die Sie dort vertreten, sondern es ist eine sehr üble Tradition, die Sie dort heraufbeschwören. Und die kennen wir in Deutschland sehr gut. Ertragen Sie das mal, das mag nicht alles richtig sein, ertragen Sie es mal, dass es bei Herrn Somuncu gerade sehr innerlich geworden ist. Erstens ist es undankbar, gegenüber den Deutschen die Türken als Ersatzjuden zu bezeichnen. Die Deutschen sind Die Deutschen sind eines der tolerantesten Länder. Hier gibt es weit über 1 Million Türken, denen man Jobs gibt, die hier. Also das spricht doch jetzt auch Bände über Ihr Kunstverständnis. Sie bekommen Kunstpreis. Ja, Sie sitzen hier in der Talkshow und sprechen als Politiker. Ich bin da als Künstler auf der Bühne und mache Kabarett. Ich finde das einfach, auch Humor sollte einen gewissen Bezug zur Realität haben. Und Ersatzjuden stimmt einfach nicht. Und was Sie über die ganze Geschichte mit der Ausschaffungsinitiative gesagt haben, ist völlig falsch. Das ist eine Initiative, die nach einem Volksentscheid angenommen wurde. Es ist absolut falsch, dass man irgendwelche Ausländer, Kriminellen ohne Gerichtsverfahren hätten ausweisen wollen. Es ist eine Initiative, die sich mit dem Thema beschäftigt. Ich lebe in der Schweiz, ich beschäftige mich damit, Sie wohnen nicht mal in der Schweiz. Ich verspreche Ihnen das morgen als Faktencheck, Details der Ausschaffungsinitiative noch mal darstellen. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Das, was wir gezeigt haben und das, was jetzt Herr Somuncu Ihnen an den Kopf geworfen hat, wie sehr nützt Ihnen das bei Ihren Anhängern? Das ist doch gar nicht die Frage. Doch, es ist die Frage, einfach falsch. Die Schweiz ist ein Rechtsstaat. Nein. Die SVP setzt sich dafür ein,
dass schwerkriminelle Ausländer in der Schweiz das Land verlassen müssen. Das ist eine völlig vernünftige Forderung, hundertprozentige Rechtsstaat. Das hat doch nichts mit Populismus zu tun. Das ist ein Problem. Wir haben einen sehr hohen Ausländerkriminalitätsanteil. Und Herr Somuncu ist vielleicht ein, zweimal pro Jahr in der Schweiz. Er kennt doch die Situation gar nicht. Ich kann Ihnen das gerne mal erklären. Jetzt muss ich die Situation beweisen. Ich kann Ihnen das gerne mal erklären. Nein, Sie haben da keine Ahnung. Jetzt lassen Sie mich kurz sagen. Am Tag sollten mal diese Menschen beginnen, sich jetzt zu langweilen. Am Tag der Abstimmung zur Durchsetzungsinitiative hat die SVP einen Zettel in die Briefkästen der Schweizer geworfen. Ich habe eine SVP-Obsession. Ich erkläre Ihnen das. Schauen Sie sich diesen Zettel an. Können wir im Faktencheck morgen darstellen? Bitte, ich bitte darum, denn das, was er sagt, stimmt nicht. Er hat eine Obsession, aber es ist wirklich falsch, was er sagt hier. Hat Ihnen das jetzt eher in der Schweiz genützt oder geschadet, was hier passiert? Ja, also wenn jemand hat es, ja oder nein? Ein Kabarettist, der solchen Unsinn erzählt am deutschen Fernsehen, nützt der Schweiz. Das ist das Problem, glaube ich. Nein, das ist Ihr Problem.